1 aus dem Jahre 1953. Telemusik, ich wünschte die Umstellung des Programms aus dem Jahre 1966. Pause, Kontakte, elektronische Musik, Klavier und Schlagzeug aufzuführen. Und er bat mich, ein Seminar für seine Kompositionsklasse zu geben. Seit gestern Morgen weiß ich, dass es mehr als 40 sein werden, sondern wir hier schnell noch schrieben, mindestens 90, und wie ich jetzt sehe, sind es so 130, 140. Ich habe das Seminar vorbereitet für Menschen, die an der Komposition interessiert sind. Es ist kein allgemeiner Vortrag. Ich bitte Sie zu prüfen, ob jeder von Ihnen Einblick hat in Blätter, die am Eingang verteilt worden sind. Ein erstes Blatt, das Sie auch sehen können, hat so 4 Blöcke von Linien und ist die Seite 1 der Partitur Studie 1, Elektronische Musikstudie 1. Ferner, auf der Rückseite für 40 von Ihnen und auf einem separaten Blatt für den Rest, soweit vorhanden, sind heute Nachmittag erst reproduziert worden, also es hieß, dass so viele kommen, finden Sie ein Blatt, das wie eine Architekturzeichnung aussieht. Es ist der Formplan für Kontakte. Oben und unten als Fortsetzung. Ferner finden Sie ein Blatt oder 2 mit Zahlen, Blöcken von Zahlen, Permutationen der Zahlen 1 bis 6 und unten Zeichnungen, aus denen man erkennen kann, was die Zahlen bedeuten. Dann gibt es ein Blatt vorne und Rückseite mit Text und Tabelle. Es ist ein Ausschnitt aus einem Text von Dr. Kirchmeier, der 1962 diesen Text geschrieben hat für die Bergmuschallplatte von Kontakte. Und wichtig auf diesem Blatt ist vor allem der kleine Block in kleiner Schrift auf der nicht ganz gefüllten Seite. Und in diesem Block ist erklärt, was die sogenannten Parameter der großen Zeichnung sind, wie eine Architekturzeichnung aussieht. Ich werde das aber erläutern. Zu Telemusik werde ich heute Nachmittag nichts sagen. Die Reihenfolge des Seminars ist also einige Erläuterungen über die erste Partiturseite von Studie 1. Dann folgt die Erläuterung des Formschemas von Kontakte mit der Ergänzung, was die Zahlen im Formschema bedeuten. Und anschließend werde ich die Symbole für diese Zahlen beschreiben. Sehr hilfreich wäre für den Schluss des Seminars zu Kontakte, wenn Sie eine Partitur bei sich hätten. Denn in der Partitur sind die Zeitangaben sehr genau, bis zu ein Zehntel Sekunde
dieses 35 Minuten dauernde Werkes, diese Partitur, Kontakte, Aufführungspartitur, angegeben unter jedem Klang und man kann dann verfolgen, wie ich vom Formschema zu dieser Partitur gekommen bin. Who does not understand German? Zu Beginn einige wichtige Erinnerungen. Elektronische Musik entstand aus der Vorstellung, für jedes Werk eigene Klänge zu komponieren. Komponieren heißt zusammensetzen. Studie 1, die erste Komposition überhaupt, in der die Klänge zusammengesetzt sind. Es gab zwar einige Klangstudien von Eimert und Weyer mit Klängen, die Meyer-Eppler mit einem Bode-Melokort auf Tonband den beiden gegeben hatte. Ein elektronisches Studio gab es noch nicht, ist erst offiziell im Mai 1953 in meiner Gegenwart in Köln eröffnet worden. Vorbilder waren Musik Konkret Studio in Paris und Tape Music Center in New York mit Wladimir Ostrzewski und Otto Lüning. Paris, wissen Sie, Pierre Henry und Pierre Schaeffer als Namen. Andere hatten schon Etüden realisiert. Also die Zusammensetzung, die Komposition von Klangfarben bedarf natürlich einer Technik und eines akustischen Wissens, was überhaupt ein Klang ist. Ich habe Phonetik studiert, gleichzeitig bei Professor Meyer-Eppler in Köln, in Bonn. Phonologie und Phonetik, und Meyer-Eppler hat Klänge analysiert, Sprachklänge. Er hat auch ein Buch geschrieben, Elektrische Klangerzeugung. Und es stehen in dem Buch sehr viele Tabellen und Angaben, wie zum Beispiel ein Oboenklang synthetisch erzeugt werden könnte, was er für typische Spektren hat, oder ein Hornklang oder ein Klavierklang. Irgendein Klang. Man war also interessiert an der Analyse von existierenden Klängen, ähnlich wie die Atomphysiker, und kam auf die Idee, selber Klänge synthetisch herzustellen. Die elektronische Studie 1 ist der erste Versuch. Die Partitur, Seite 1, zeigt Ihnen Folgendes. Das Werk beginnt offensichtlich mit vier Klängen, die gleichzeitig erklingen. Sie sehen links, dass Frequenzen angegeben sind und ich hatte damals die Aufgabe zu lösen, wie stelle ich überhaupt Tonhöhen dar, die nicht in irgendeiner Skala darstellbar sind. Also weder chromatisch noch mikrochromatisch noch was weiß ich. Sondern in denen ständig die Schwingungen pro Sekunde sich für die Teiltöne der Klänge und auch für die lautesten Töne, also die Haupttöne der Klänge, ändern. Deshalb sind die Zahlen, ich habe da lange mit Herrn Dr. Enkel darüber diskutiert, jetzt logarithmisch gezeichnet. Also von 1 bis 2 ist von 100 bis 200 Hertz. 2 bis 3 ist schon kleiner, und zwar proportional eine Quinte, dann 3 zu 4 eine Quarte, und Sie sehen bis zum 10. Oberton, bis 1000 Hertz. Im obersten System, 1 bis 10, werden die Abstände der Linien immer enger, wie wir hören. Also ich habe eine Partitur gezeichnet, die ähnlich wie unsere traditionelle Partitur auf das Hören Rücksicht nimmt. Wenn wir eine chromatische Skala darstellen durch Noten, dann nehmen wir ja darauf Rücksicht, dass für uns das scheinbar die gleichen Abstände sind. Und wenn das nicht der Fall ist, wie in den Frequenzen, wenn man auf einmal gezwungen ist, die Frequenzen darzustellen, dann werden die Abstände nach oben immer kleiner. Null bedeutet im unteren, fangen wir oben an.
wo 3 bis 10 steht, Frequenz, und 1 gleich 100 bis 1000, bedeutet, dass ich habe in die Tonhöhe mit Schlüsseln gearbeitet. Das war so eine Erfindung für die Studie 1. Ich habe das nie wieder aufgegriffen, weil viele sagten, das ist zu kompliziert. Also wenn eine 1 am Anfang steht, dann sind die Zahlen gemeint. Zum Beispiel bei der Ziffer 3 steht 12,5. Das heißt also 312,5 ist die erste Teilfrequenz. Die zweite ist 400, weil da eine 0 da steht. Die nächste 500. Und die höchste ist 800 und 960. Es sind also 4 Teiltöne im ersten Klang. Und diese 4 Teiltöne zusammen haben nun einen Hauptton. Und das ist 960, weil der am dicksten gezeichnet ist. Die anderen sind leiser. Der ganze Klang nimmt an Lautstärke zu von Minimum bis zu einem bestimmten Maximum. Die Abstände im unteren System auf in der unteren Hälfte des oberen Systems sind gleich groß und jedes Mal sind es 4 Dezibel. 6 Dezibel ist als technisches Maß das Doppelte an Lautheit. Oder wenn Sie es mit Phon messen, das Doppelte an Lautstärke. Also 4 wäre ungefähr, wenn 6 das Doppelte ist, 2 66%, sagen wir. Der Lautheit nimmt zu oder ab. Das sind 4 Dezibel. Jedenfalls waren das die Einheiten, die ich damals auf einem Tonmesser messen konnte. Kleinere konnte ich nicht messen. Ich habe mir extra einen sogenannten Tonmesser, der im Studio war, öffnen lassen, mechanisch öffnen lassen und dann mit Tusche in den Tonmesser Dezibelabstände in 4 Viererabständen einzeichnen lassen von einem Ingenieur im Studio, weil ich sagte, das geht nicht, was Sie da haben. Sie haben einfach nur 100% und dann minus 6 und dann minus 12, minus 18 und dann gar nichts mehr, minus 30, minus 40. So sind die meisten heute immer noch. Also, dass Sie zum Beispiel Tonintensitätsmesser haben in einem Studio, die pro Phon, das ist ja die Einheit, die wir hören können als kleinste Einheit, wenn man pro Phon lesen will, wie laut denn der Klang sein soll und das aufschreiben will, dann kriegen Sie meistens gar keine richtigen Messgeräte. Vor allem müssen dann die Lautsprecher richtig eingerichtet und gemessen werden, täglich übrigens, weil die sich immer ändern und so weiter, nach Temperatur. Das sind also nicht so leichte Aufgaben und ich habe versucht, sie damals 1953 zu lösen. Wir sind jetzt 1953, Mai bis September. Das sind 44 Jahre her. Und was auf diesem Papier steht und die Fortsetzung, die ich zu Hause habe, ist so ein Dokument für den Anfang der Klangsynthese, der Komposition von Klangfarben und der Verhältnisse von Klängen zueinander in gemessener Weise. Also wo es nicht mehr darum geht, machen Sie mal so ungefähr, sondern die müssen halt gemessen werden. Die 2, das habe ich eben nicht erklärt, bedeutet also, wenn 1 die Frequenzen bedeuten, die da stehen. Ich habe es gesagt, 312,5, 400, 500 und so weiter. 2 bedeutet das Doppelte. Das ist also einfach eine Oktave höher. Alles, was mit 2 bezeichnet wird, auch in anderen Partituren von mir, zum Beispiel im Refrain, Zyklus und so weiter, auch von 1958. 2 bedeutet das Zweifache, das ist das Doppelte, eine Oktave höher. 3 bedeutet, dass man eine Oktave plus Quinte höher ist. Also man multipliziert die Frequenz mit 3. Das ist Oktave plus Quinte. Man muss dann transponieren im Kopf. 4, 2 Oktaven höher und so weiter. Ich habe also Schlüssel verwendet, um in dieselben Linien, die zunächst leer sind als Notensysteme, alles hinein projizieren zu können, zum Beispiel auf 4000 Hertz. Kann ich die auf verschiedene Weise darstellen. 8 zum Beispiel. Und 8 und schreibe eine 5 als Schlüssel davor, dann habe ich 4000.
wird mit 5 multipliziert. So kann man also auf wenig Linien den ganzen Hörbereich darstellen. Nur Sie als Anregung. Dann sehen Sie unten unter dem obersten System eine Zahl 64 cm davor. Die Zeitdarstellung meiner Partitur ist 1 zu 20, was also in Realität 64 cm ist. Das stelle ich in meiner Partitur dann durch ein Zwanzigstel dar. Also 6,4 cm wäre ein Zehntel und 3,2 wäre ein Zwanzigstel. Also 3,2 cm, das ist eine leichte Verkleinerung, deshalb ist es jetzt weniger als 3,2 cm. Aber in der Originalpartitur sind es 3,2 cm. Was bedeutet das? 1953 war eine Sekunde 76,2 cm Tonband. Und ich habe also jeden Klang, Tausende, mit dem Zollstock gemessen, beziehungsweise mir auf einem weißen Tisch einen künstlichen Zollstock gezeichnet und das Band immer entlang geführt an meinem Metermaß auf den Tisch gezeichnet und dann an der Stelle abgeschnitten mit einem normalen 45 Grad Winkel für den Anschluss von 2 Tonbändern und dadurch die Dauer jedes Klanges bestimmt. Nun ist der erste Klang im obersten System an Lautstärke von minimal, also das ist die Hörschwelle, bis zu einem bestimmten Punkt, den Sie sehen, 4, 8, 12, 14, 16, 20 bis 20 dB zunehmen. Wie geht das? Ich habe also einen Klang produziert, indem ich zum Beispiel 4 reine Töne mit einem Generator hergestellt, auf Tonband aufgenommen und jeweils 2 Magnetophone gestartet mit 2 verschiedenen Frequenzen, zum Beispiel 312,5 und 400. Auf einem war 400 Hertz, auf dem anderen 312,5, und zwar beliebig viel, 10 Sekunden was. Die beiden Magnetophone gleichzeitig gestartet, mit einem dritten Magnetophon aufgenommen und von dem aufgenommenen Band, das aufgenommene Band wieder mit einer nächsten Frequenz, synchronisiert mit 500 Hertz, also 2 plus 1 macht 3 und dann die vierte Frequenz dazu. Und so waren also 4 Teiltöne gleichzeitig synchronisiert mit 3 Synchronisationsprozessen und von dem Resultat auf Tonband, das schon etwas verrauscht war natürlich, konnte nicht beliebig, weil auch keine Digitaltechnik, nicht beliebig Klänge übereinander kopieren, ohne immer auch wenigstens 5% Rauschen hinzuzufügen und von dem Resultat dann 64 cm abgeschnitten. Diese 64 cm mit einem Stück Weißband versehen und einem Ständer mit einer Rolle und dieses Weißband dann, mehrfach laufen lassen und während es lief mit einem Lautstärkeregler immer von minimal Lautstärke, also von Angabe minus 40 dB, bedeutete bei uns minimal mit dem Tonmesser, um 20 dB angehoben den ersten und das mehrfach gemacht. Und somit hatte also der Klang eine Lautstärkekurve. Diese Lautstärkekurve dann gemessen mit dem Zollstock von Minimum bis 64 cm. Das stimmte ja, denn meine Schleife war nur 64 cm. Und ich konnte das beliebig oft machen, abgeschnitten und das war mein erster Klang. Danach kommt dann eine punktierte Linie, die abfällt, und punktierte Linien bedeuten in diesem Werk Verhalt. Ich habe also meinen Klang von 64 cm mit einer Schleife in einen natürlichen Hallraum, der kaum variierbar war, sondern circa 8 Sekunden Nachhall hatte. Das war ein Betonbunker und in dem stand ein Lautsprecher und über den Lautsprecher wurde der Klang reingeschickt und mit einem Mikrofon im Raum aufgenommen und wieder zurück auf Tonband, im Studio aufgenommen. Und das war mein verhallter Klang. Die Verhallung in der Hüllkurve wurde mit der Dauer von 128 cm von mir geregelt, als nächsten Vorgang und geschnitten. Und so war also der erste Klang mit einem Nachhall fertig. Und so weiter. Den Rest können Sie dann selber analysieren.
was diese vier Klang Schichten angeht. Sie sehen also, die Anzahl der Teiltöne wechselt. Der dickste Ton ist immer der lauteste und die anderen waren progressiv leiser. Das können Sie alles hieraus ersehen. E heißt Echo. Eine genauere Beschreibung mit sehr vielen Seitenbezeichnungen finden Sie im Begleitheft der CD Numero 3. Der Gesamtausgabe. Draußen, habe ich gehört, liegen solche Blätter, auf denen die CDs genannt sind. Da steht sehr viel über die Entstehung Studio 3. Hat jemand zu diesem Blatt der Studio 1, erste Seite der Partitur, noch eine Frage? Sie sagten gerade, dass die Teiltöne progressiv leiser werden. Wer wird leiser? Diese Teiltöne, dass die progressiv leiser werden, von der dicksten bis zur dünnsten markiertesten Note. Das steht genau eben angegeben in dieser CD-Begleiter, wie viel das ist. Okay. Und zwar proportional zu einer seriellen Reihenfolge, wenn es heißt zum Beispiel 1, 3, 2, 4 im ersten Klang. Auf meinem Papier für die Produktion. Dann ist die Reihenfolge 1, 3, 2, 4 an Lautstärken. Sie können die Lautstärken dann absehen aus der seriellen Reihenfolge für jeden Klang, die angegeben ist in einem zusätzlichen Text. Sie sehen, dass ab der zweiten Schicht, übrigens, ich wundere mich, dass im ersten Klang da irgendwas passiert ist bei der Fotokopie. Sehen Sie mal, bis zum dritten Abschnitt, wo steht 53,3. Können Sie es sehen? Oberster Block, da steht 53,3. Ja? Haben Sie das? Ja. Bitte, da steht B, C, D, F, glaube ich nicht. Ja. Das ist einfach die Reihenfolge der Bedeutung der Klänge im Spektrum, also im Klang. Also A, B, C, D, E, das geht immer der Reihenfolge der Buchstaben. Und in der Reihenfolge sind jeweils Lautstärkeabstände im Klang selber noch einmal für die Teiltöne. Also wenn Sie sich interessieren überhaupt für die Physik der Klänge, die Sie täglich hören, dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, mal ein Buch zu lesen, in dem drin steht, wie die Lautstärkeunterschiede der Teiltöne aller bekannten Klänge sind. Natürlich sind die Teiltöne in bekannten Klängen, sagen wir mal, wenn Sie einen Autoklang aufnehmen und analysieren, nicht konstant, sondern die Lautstärke der einzelnen Teiltöne variiert. Und so etwas wie konstante Teiltöne in diesem Stück der Studie 1, das gibt es in der Natur nicht. Das muss man künstlich machen. Interessanter ist dann, wenn man Hüllkurven, wie man das nennt, für jeden Teilton bestimmt, komponiert. Dann aus vielen Hüllkurven, die gleichzeitig schwingen, eine Gesamtschwingungskurve resultiert. Und die gibt, wie ich das nenne, den Körper, den Kopf, Bauch und Schwanz eines Klanges. Oder die Franzosen sagen, Attack. Dann Le Coeur und La Chute, die Musik konkret. Außerdem erleben Sie sehr selten in der Natur Klänge, die unregelmäßige Frequenzabstände haben wie hier. Die Frequenzabstände hier sind niemals chromatisch, sondern kommen aus der Reihung von Naturtonintervallen, 4 zu 3, und dann wird die 3 zum Beispiel 5 zu 8. Und die 8 wird zum Beispiel dann, sagen wir mal, 9 zu 7. Also mit anderen Worten, man kriegt dauernd neue Frequenzen, und wenn man die gleichzeitig kombiniert,
gibt es Spektren, die es in der Natur überhaupt nicht gibt. Also die sind weder harmonische Spektren, wie alle Vokalklänge oder Glockenklänge, sind alles subharmonische Klänge. Auch die kompliziertesten Metallklänge von Schlaginstrumenten und so weiter sind meistens doch also Spektren von harmonischen Proportionen. Manchmal mit ungewöhnlichen Verrauschungen, das heißt, dass die einzelnen Teiltöne unregelmäßig und nicht periodisch sind. Und unregelmäßig bedeutet immer Geräusch. Wenn es wenig unregelmäßig ist, dann ist das Geräuschband eines Tones wie ziemlich schmal. Man kann die Tonhöhe also noch genau erkennen. Aber wenn es sehr unregelmäßig wird, was die Schwingungen betrifft, dann kriegt man breites Geräusch. Und es gibt dann Geräusche wie das Meeresrauschen, das wissen Sie wohl. Das kann man dann eigentlich nicht mehr analysieren, weil alle Schwingungen drin enthalten sind, wie weiße Farbe. Deshalb nennt man das auch weißes Rauschen, wie die weiße Farbe, die alle Farben enthält. Kann also auch die ganze elektronische oder die ganze Musik überhaupt herstellen, indem man anfängt mit weißem Rauschen, also wo alles drin ist, statistisch verteilt und dann durch Filter sich einzelne Töne rausholen, die mehr oder weniger genau erkennbar sind. Dasselbe. Man kann alle Farben aus dem Licht gewinnen, aus dem Weiß gewinnen. Man kann durch Addition von Farben wieder Weiß bekommen. Und alle Mischfarben können Sie ja studieren, wenn Sie mal einen Farbkatalog studieren. Den es übrigens leider auch schon nach 44 Jahren, 1997, immer noch nicht gibt. Es gibt noch keinen musikalischen Farbkatalog, in dem man einfach nachschlagen kann, was bestimmte Farben für eine spektrale Zusammensetzung haben und für einen Klangkörper. Kann ja noch kommen. Wird kommen. Einige tausend Klänge wird man bestimmt, wenn die Nummern nicht reichen, dann sogar mit Hilfsfarben, klingt wie Gong oder klingt wie Oboe oder klingt wie Kranich, wird man sich dann noch große Familien schaffen, weil wir halt keine andere Möglichkeit, wir Musiker haben, als Klänge zu bezeichnen. Wenn sie einmal verloren sind und nicht mehr Orchesterinstrumente nennen können oder bestimmte Gebrauchsgeräte, also sagen wir mal Braunrasierer, dann sind sie völlig verloren. Dann können sie sich über Musik überhaupt, über Klänge überhaupt nicht mehr unterhalten. Unsere gesamte Sprache und deshalb auch unser Bewusstsein von Musik, von Klang, basiert darauf, dass wir ungefähr wissen, was ein Klang ist, wie er gemacht ist, womit er gemacht ist. Noch nicht mal, wie er gemacht ist, sondern vielleicht, womit er gemacht ist. Und stellt sich mal vor, historisch, was das bedeutet, dass 1953 jemand kommt und sagt, ich will jetzt Klänge machen, die keiner kennt. Ich auch nicht. Sondern ich will Klänge machen, die ich nur für dieses Stück mache. Sagen wir mal 2000. Und das sind meine Klänge für diese Studie. Und sonst soll sie niemand anrühren. Weil ich will, dass die Farben, die ich komponiert habe, für dieses Stück zum Original hinzugehören. Und nicht einfach beliebig vertauschbar sein. Mir fällt jetzt auch aus dem Zusammenhang nur auf, wo wir eigentlich angekommen sind nach 44 Jahren, dass zum Beispiel Musiker, mit denen ich sehr viel musiziere, überhaupt keine Farben zur Zeit mehr machen, sondern alles samplen. Also das heißt, wir haben einen elektronischen Sampler, nehmen auf irgendwelche Farben, und beschleunigen die, verlangsamen die, also spreizen, nein, stauchen und spreizen das Innere der Klänge oder filtern noch zusätzlich oder modulieren mit irgendeinem Modulator, der den Originalklang verzerrt und versuchen also neue Farben zu gewinnen, indem sie aufgenommene Farben verändern, mischen. Das hört bald auf, denn man kommt mit den vorhandenen Farben nur bis zu einer bestimmten Grenze und dann klingt alles ähnlich. Also das Ideal, dass jedes Stück seine eigene Klangwelt hat,
Ist schwer zu realisieren, aber es lohnt sich. Und ich stehe nach wie vor dazu, dass jedes Werk so originell wie möglich sein soll. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und so wenig Klischees und so wenig Kopien enthalten soll wie möglich. Es ist zwar fast illusorisch, aber eine wichtige Aufgabe, wenn man Kreativität, den Beweis von schöpferischer Kraft durch Musikwerke realisieren will. Wenn das Ziel von Musik ist, von Komposition und allem, was dazugehört, die Kreativität des Menschen fortzuführen und wieder durch neue Gebilde zu beweisen, die Fantasie, die Einbildungskraft, den Gedankenreichtum, dann muss man sich die Aufgabe stellen, Klänge zu formen, die es noch nicht gibt, und alles, was man mit diesen Klängen wiederum formt, auch zu formen, zu komponieren, die es noch nicht gibt. Also das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das ist die Möglichkeit, die die würdigste ist für einen Komponisten. Willkommen zu Kontakt. Wichtig, dass Sie jetzt alle dieses Blatt vor sich haben. Während in elektronischer Studie 1 die Dauer der Klänge abgeleitet sind aus den Zahlen der Frequenz, nur in einer umgekehrten Reihenfolge. In der Mitte entsprachen sich die Frequenzen und die Dauer, und zu den Rändern hin hat sich das umgedreht. Das lest ihr auch in diesem Begleitheft der CD, die ich erwähnte. Ist in Kontakte ein vollkommen anderes Kompositionsprinzip gefunden und meines Erachtens gültig für immer. Und das geht jetzt die Komponisten an. Es gibt in Kontakte nicht, wie in den früheren Stücken, Elektronische Studie 1, Elektronische Studie 2, Gesang der Jünglinge, Reihen für Tonhöhen, Zeitdauern, Lautstärken, Klangfarben und Hüllkurven. Und bei Gesang der Jünglinge Ort im Raum und Bewegungsform im Raum. Jeden Plan. Sondern in Kontakte gibt es sogenannte Grade der Veränderung. Dazu muss ich Ihnen was sagen. Es gibt einerseits die Möglichkeit, Natur zu analysieren durch die Maße, die wir haben. Bis zur Mikronatur und zur Makronatur. Lichtgeschwindigkeit. Oder für uns als Mittelmaß Sekunden, weil Sekunden sehr nahe am Herzschlag liegen. Herzschlag ist 71, ein gesunder Herzschlag, pro Minute. Und davon geht die ganze Musik aus. Auch unser Hören ist bei einer Sekunde genau in der Mitte. Alles, was länger wird, wird allmählich Form, und was schneller wird, wird allmählich Tonhöhe. Dankbar. Und unser Körper ist in der Mitte. Aber in Kontakte habe ich mit Veränderungsgraden gearbeitet. Weil ich dachte, ich will mal versuchen, nicht nur die physikalischen Masse, die von den Messgeräten herkommen, zu bestimmen, sondern mit irgendeinem Klang zu beginnen, den ich mir baue. Und dann gibt es nur entweder keine Veränderung
dann bitte wiederholen. Oder es gibt eine Veränderung plus 1. Dann wächst in einem Charakter der Klang. Also entweder zum Beispiel, er steigt oder fällt etwas. Plus 2 oder minus 2, er steigt mehr oder fällt mehr. Und plus 3, minus 3, er steigt viel, er fällt viel. Zum Beispiel 3 Lagen für die Tonhöhenbereiche. Das ist ganz gut, wenn man mal so grobe Unterscheidungen macht. Also höher, tiefer oder tief, mittel, hoch. In den Dauern entsprechend kurz, mittel, lang oder im Raum ein Ort, ein zweiter Ort, der in der Nähe ist, kommt dazu. Man ist ja immer begrenzt. Zum Beispiel, wenn man 4 Quellen hat in einem Raum, in dem Sie jetzt sitzen, hinten links, vorne links, vorne rechts, hinten rechts, wären 4 Punkte und ich habe einen Klang an einem Punkt und ein anderer kommt dazu, der nächste kommt dazu an einem anderen Punkt und der vorige bleibt. Das werde ich nachher noch anzulauten. So, das wäre eine Veränderung von 1. Dann kann sich etwas ändern in der Intensität, es wird lauter oder leiser. Und wenn ich ganz leise bin, kann es nur lauter werden. Und wenn ich ganz laut bin, kann es nur leiser werden. Dann in der Form, das haben Sie, glaube ich, nicht auf Ihrem Blatt, aber das sind meine neuen Parameter. Die sind nicht mehr Maße, so wie Serien einer Zwölftonreihe oder einer Reihe von Dauern, ob sie arithmetisch oder logarithmisch sind, sei jetzt mal dahingestellt, sondern es gibt Form, Lage, Geschwindigkeit, Instrumentalkategorie. Bitte schauen Sie mal am Anfang dieser Zeichnung auf den oberen Block, in dem 6x6 Zahlen stehen. Können Sie das lesen? Die sind klein. Die oberste Reihe heißt 143526. Die zweitoberste 132415 und so weiter. So, wenn jemand einen Bleistift bei sich hat, können Sie das hinzuschreiben und sonst bitte ich Sie, sich das zu merken. Die oberste Reihe bedeutet Raum. Die zweitoberste Intensität. Die dritte Form. Was bedeutet Form? Ich habe 3 Kategorien, nämlich Punkt, Gruppe und Strich. Entweder ein Ton, ein kurzer Ton, Punkt. Eine Gruppe fängt mit 2 an und geht bis 7 oder 8. Danach kann man die Gruppen nicht mehr zählen. Oder Strich, entstehender Klang. Das ist Form, die dritte Reihe, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Die vierte ist Lage. Ich habe Ihnen eben ein Beispiel gegeben, tief, mittel, hoch zum Beispiel. Sie kriegen aber nachher den Schlüssel, wie man aus diesen 3 einfachen Kategorien 6 gewinnen kann. Dann die fünfte ist Geschwindigkeit und die sechste ist die Instrumentalkategorie. Das ist nun eine Brücke, die ich mir selber gebaut habe, denn ich wollte, bevor ich Kontakte anfing, eine Beziehung herstellen zwischen bekannten Klängen und neuen Klängen. Und unter bekannten Klängen hatte ich die Instrumentalklänge, die in Kontakte auch später mit den Instrumenten dann zu spielen waren, nämlich 6 Kategorien. Wenn Sie die jetzt wissen wollen, kann ich Ihnen die sagen. Die 6 Kategorien für die Instrumentalkategorien, die sind also assoziativ in Verbindung gebracht mit den bekannten Klängen, heißen Metallgeräusch. Metallgeräusch ist zum Beispiel eine indische Schelle beim Klavier oder da eine indische Schelle. Metallgeräusch ist auch in Kontakte das Tamtam, obwohl das Tamtam eigentlich schon einen Ton hat. Also das ist eigentlich schon gar kein Geräusch. Aber wenn man es mit einem harten Schlägel anschlägt, dann hört man den Ton schon nicht mehr, sondern wird es ein Geräusch.
Also das ist eigentlich in Kontakten noch ein Metallgeräusch. Becken auch. Später habe ich die nicht mehr als Geräusch bezeichnet in anderen folgenden Stücken, sondern genau wie alle anderen Klänge mit der Tonhöhe definiert. Also ich habe es seit 1952 eigentlich schon kreuzspielen, die Becken mit Tonhöhen angegeben, was die Haupttonhöhe eines Beckens ist. Und alle Trommeln sowieso. Also viele Leute sagen, der Trommel ist ein Geräusch, ein Tom-Tom oder ein Bongo, das ist natürlich Unfug. Jede Trommel hat eine ganz definierte Tonhöhe. Allerdings gibt es da Unterschiede. Es gibt hier zum Beispiel Fellgeräusch. Lassen mich hier die sechs Kategorien. Metallgeräusch, dann Metall, das heißt definierte Tonhöhe. Also zum Beispiel Savalanti. Klein Zimmer. Dann Fellgeräusch. Ein Fellgeräusch ist ein Geräusch, das den Fellcharakter noch hat, oder um präziser zu sein, ein Geräusch, das man mit einem Fellinstrument herstellen kann. Zum Beispiel eine Drahtbürste auf einem Fell einer kleinen Trommel streichen. Kriegt man, das klingt dann schon nicht mehr nach Fell. Aber man kann es so spielen, dass am Anfang noch ein, also am Anfang noch eine Tonhöhe ist, die von der Stimmung der Trommel kommt. Fellgeräusche. Es gibt also zahlreiche Fellgeräusche in Kontakt. Und eben in den Familien der elektronisch erzeugten Klänge. Davon rede ich jetzt. Ich rede jetzt nicht von aufgenommenen oder gespielten Instrumenten, sondern nur für mich als Assoziation. Ich wollte eine Verbindung herstellen zwischen Fellgeräuschen, die es gibt in der Natur und die ich synthetisch herstelle und von denen ich dann durch Transformation zu vollkommen unbekannten Klängen kommen wollte und auch gekommen bin. Dann das nächste ist Fell, also das sind in Tonhöhen definierte Fellinstrumente, zum Beispiel Tom-Toms. Während Fellgeräusche Tom-Toms sind, bei denen ich die Felle abgemacht habe und obendrauf einen Holzdeckel geklebt habe und die klingen dann wirklich in der Tonhöhe nicht gut erkennbar. Das soll erreicht werden, Fellgeräusche. Und dann schließlich eine Kategorie Holz, zum Beispiel afrikanische Schlitztrommeln mit definierten Tonhöhen und noch genauer Marimbafon. Aber es gibt auch andere Holzgeräusche wie Güero, das ist das geräuschhafteste Holzinstrument, das wir in Kontakte verwenden, und ähnliche Klänge, die als Holz. Nein, nicht solches Beispiel. Also Holz, definierte Tonhöhe und Holzgeräusch ist die letzte, die sechste. Das ist Güero zum Beispiel. Mit einem hölzernen Instrument wird ein Geräusch erzeugen, das keine klare Tonhöhe mehr hat. Die Woodblocks zum Beispiel sind in der Tonhöhe definiert, stehen in der Partitur. Das ist Holz, das ist nicht Holzgeräusch. Ich wiederhole nochmal ganz schnell. Metallgeräusch, Metall, Fellgeräusch, Fell, Holz und Holzgeräusch. Das sind die sechs. Der Kategorie, Instrumentalkategorie. Und die oberen sechs resümiere ich: Raum, Intensität, Form, Lage, Geschwindigkeit, Instrumentalkategorie. Jetzt kommt das Wichtige. Veränderungsgrad. Der erste Block von 6x6 Zahlen zeigt Ihnen, dass im ersten Block die Veränderungen des Raumes die größten sind. Die sind nämlich 1, 4, 3, 5, 2, 6. Also alle sechs Intervalle im Raum werden benutzt. Die zweitoberste Reihe heißt 1, 3, 2, 4, 1, 5. Da gibt es 2x1 drin. Und 6 gibt es nicht. In der dritten, 1, 2, 1, 3, 1, 4, gibt es auch schon 3x1, einmal 1, einmal 2, einmal 3 und einmal 4. Dann die Lage ist 1, 1, 1, 2, 1, 3. Die Geschwindigkeit 1, 1, 1, 1, 1, 2 und die Instrumentalkategorie 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Das bedeutet also, die Veränderung der Klangfarben im ersten Abschnitt sind minimal und die Veränderungen im Raum sind maximal. Nun ergeben sich durch diese Bestimmungen der Veränderungsgrade in den Wahrnehmungskategorien, merken Sie sich bitte dieses Wort, in den Wahrnehmungskategorien Raum, Lautstärke, Form, Lage, Geschwindigkeit, Instrumentalkategorien. Die ergeben jetzt vertikal, wenn man die addiert, das wird für Musiker etwas sehr Merkwürdiges sein. Der Forster hat mir mal in Darmstadt gesagt, Stockhausen, Sie können doch nicht einfach Äpfel und Birnen addieren. Das kann man eben doch. Kommt drauf an, ob man Obst haben will. So ist das hier auch. Man kann also tatsächlich Raum und Intensität und Form und Lage und Geschwindigkeit und Instrumentalkategorie gleichzeitig verändern mit dem Grade 1, wie zum Beispiel hier. Wenn Sie die zweite Kolonne vertikal addieren, dann kommt 12 raus. Wenn Sie die dritte addieren, kommt 9 heraus. In der vierten kommt 16 heraus. In der fünften 7 und in der sechsten 21. Also, die letzte hat die stärkste Veränderung. Und die Veränderung ergibt sich aus ganz verschiedenen Wahrnehmungskategorien. Sie können sich so ein Experiment selber mal vornehmen. Das ist nicht leicht bei Instrumental- und Vokalmusik. Vokalmusik vielleicht. Aber machen Sie einen Sprung und denken Sie an sich selber. Sie sind also ein Körper, sichtbar. Und Sie würden einfach jetzt mal ein Gedankenexperiment machen, indem Sie Ihren Körper verändern, was nach Ihrer eigenen Meinung die charakteristischen Eigenschaften Ihres Körpers sind. Wie im Klang. Sagen wir mal, Physiognomie, nicht nur Größe, was man so beim Zoll normalerweise angeben muss, und Haarfarbe zum Beispiel, sondern ich meine jetzt Augen, der Ausstrahlung, Hände, was weiß ich, G-Acht, Bewegungsart und so weiter. Wenn man das alles zusammenfasst, vielleicht kommen Sie auf 30, 40, 50 verschiedene Kategorien, die Ihnen wichtig sind für Ihren Körper. Und jetzt machen wir so ein Experiment. Ich sage, Veränderungsgrad maximal, verändern Sie alle. Was bleibt dann noch über? Von Ihnen gar nichts mehr. Sondern sind Sie vielleicht eine Maus. Es kommt darauf an, in welche Richtung Sie die Veränderung machen. Wenn Sie nur ein Teil haben und Sie sagen, also typisch für mich ist mein Kopf, wenn ich meine Fotos ansehe, ich finde mein Kopf, das bin ich. Sagen viele Leute, denken viele Leute. Dann den Kopf weg. Das ist wahrscheinlich dann für Sie und auch für Ihre Umgebung eine sehr starke Veränderung. Ja, oder, bitte sehr, oder die Lunge. Oder das Herz. Das trifft man jetzt immer öfter. Das war so zusammengesetzt, der Körper. Trifft. So ist das mit den Klängen. Also ich hatte mich zu fragen, nicht, das ist jetzt Klang Nummer 17 und das ist die Dauer Nummer 7 und das ist die Lautstärke Nummer 5, sondern Veränderungsgrad. Und den konnte ich frei zusammensetzen nach meinen eigenen Tabellen, zum Beispiel für den ersten Abschnitt. Aber es gibt dann noch eine wichtige zusätzliche Bestimmung. Es gibt nämlich insgesamt, wenn Sie das mal zu Hause dann zählen mit diesem Blatt Papier, 18 Abschnitte, die ich geplant habe für die gesamte Form. Weil die Dauern der Abschnitte, wenn Sie die später mal analysieren, wieder solch eine unregelmäßige Reihenfolge ergeben, die unserer Wahrnehmung entspricht. Was entspricht denn überhaupt unserer Wahrnehmung als Dauer? Die meisten Musiker wissen das jetzt nach den letzten 40 Jahren. Zum Beispiel, wenn man eine Dauer hat von 2 Sekunden, für einen kleinen Formabschnitt. Und ich will dann verschiedene andere Dauern mit dieser Dauer von 2 Sekunden verbinden. Dann verwenden viele Musiker
mittlerweile, es hat angefangen in meinen ersten Stücken, Punkte für Orchester, die Fibonacci-Reihe. Also das heißt 2, 3. Wie eine Quinte, 2 zu 3. 2 Sekunden, 3 Sekunden. Das nächste wäre dann 5. 2, 3, 5 und dann 8. 13. Immer die Summe der beiden, 2 plus 3 macht 5. 3 plus 5 macht 8. 5 plus 8 macht 13. 8 plus 13 macht 21 und so weiter. Das sind sehr gute Proportionen für unsere Wahrnehmung. Oder Quintreihen. Wenn Sie also in den Dauern noch genauer sein wollen und fangen dann mit 2 Sekunden, 3 Sekunden, das nächste wäre 4,5, nämlich auch 2 zu 3. Das nächste wäre 6,75, wird zu kompliziert und so weiter. Aber immer Quinten, wie auf dem Klavier die Quinten. Das empfinden wir als gleiche Abstände. Und eine Quinte, zwei Quinte, drei Quinte, vier Quinten, das ist für uns sehr gut für die Wahrnehmung. Und was für die Tonhöhen gilt, gilt auch für die Dauer. Und das gilt auch für die Lautstärke. Also was gute Lautstärkeproportionen sind, muss sich an unsere Wahrnehmung halten. Also wenn etwas sehr laut ist und ich mache noch lauter, dann brauche ich schon gigantische Unterschiede, um den Unterschied überhaupt wahrzunehmen. Während man etwas geringe Lautstärke hat, dann genügen schon kleine Veränderungen, die ich noch wahrnehmen kann. Also das sind Gesetze unserer Wahrnehmung, die bestimmen, wie wir komponieren. Nicht zu vergessen. Also ich habe gesagt, ich habe entschieden 18 Abschnitte. Schauen Sie mal oben, links in die Ecke des Blattes. Da steht Masse. Und das bedeutet Folgendes, dass die Proportionen dieser Abschnitte von jeweils 6, die 18 sind 3 mal 6, so habe ich sie komponiert. Ich habe die 6 Maße dreimal verwendet. Der kleinste Abschnitt ist 29 cm. Berechnet übrigens jetzt 1958, vier Jahre später, auf 38,1 cm pro Sekunde. Das Tonband lief mittlerweile nur noch halb so schnell im Studio. Und darauf sind diese Maße jetzt berechnet. Also der kleinste Abschnitt ist 29. Der nächste 43,5, der nächste 64,7, der nächste 97,2, der nächste 145,7 und der größte 220,8. Die Summe steht dahinter, 600,9. Das sind 10 Minuten und noch was. Und die werden also jetzt dreimal verwendet. Macht etwas mehr als 30 Minuten. Und dann gibt es Abschnitte dazwischen, das muss ich gleich noch erklären, in denen diese Maße nicht verwendet worden sind. Das sind also Maße, die ich mir vorbereitet habe, wie Skalen. Als ob ich ein Klavier hätte, bei dem durch einen Hebel ich 6 verschiedene Skalen hätte. Wobei die chromatische eine wäre. Und wenn ich einfach einen Hebel schiebe, dann ist es zum Beispiel keine chromatische Skala, sondern wie in meiner Studie 2, die 25. Wurzel aus 5. Das liegt so als Intervall zwischen großer und kleiner Sekunde. Oder man kann ja beliebige Skalen verwenden. Jedenfalls versuchsweise. Ob das was bedeutet, das muss man dann selber feststellen. Manche Skalen sind interessanter als andere. Jedenfalls hier ist es diese Skala und die erste Skala im kürzesten Abschnitt von 29 Sekunden setzt sich zusammen, sehen Sie vertikal bitte, die erste Kolonne, aus der kürzesten Dauer von 1,5 Sekunden, 2,1 Sekunden, 3,2, 4,7, 7 Sekunden und 10,5. Das sind also alles logarithmische Skalen, die unserer Wahrnehmung entsprechen. Das heißt, die Abstände werden als gleich groß empfunden. Die zweite Skala, die sich zu 43,5 cm addiert, hat als kleinsten Wert 2,1, dann 3,2, sehen Sie, 2 zu 3 ist gut, dann 4 zu 8, 4,8, 7,2, 10,3, 10,6 und 15,6 und so weiter. Können Sie zu Hause nachgucken, wenn Sie das interessiert. Also da gibt es verschiedene Progressionen und das ist jetzt unheimlich wichtig. Und dasselbe habe ich in den Tonhöhen auch gemacht. Ich habe mir für die Tonhöhen 42 verschiedene Skalen gebaut. Völlig verschiedene in der Progression. Die gröbste Skala für die gröbsten Geräusche waren Quinten. Und die kleinste Skala war eine Quinte in 42 Teilen.
für die feinsten Töne, die man deutlich erkennen kann, also die am nächsten zum reinen Ton sind. Mit anderen Worten, eine Skala ist abhängig von dem, was in der Skala komponiert werden soll. Je gröber zum Beispiel ein Geräusch, das heißt, je breiter die Bandbreite eines Geräusches, umso gröber muss die Skala sein. Sonst hört man gar keinen Unterschied. Aber je reiner der Ton, umso feiner kann die Skala sein. Ich habe Experimente gemacht im Studio zur Zeit von Studio 1 und festgestellt, dass ich ohne weiteres, auch mit Tests des Technikers, der mit mir arbeitete, 880 zu 881 als Tonhöhenunterschied hören konnte. Das ist nach sämtlichen Theorien der Wahrnehmung unmöglich. Die Theorie der Wahrnehmung sagt, also 80 zu 81, pythagoreisches Komma, ist so ungefähr der Limit bei Tönen, die nacheinander kommen. Nicht bei Tönen, die gleichzeitig klingen, das ist ganz was anderes. Töne, die nacheinander kommen, in einer Melodie. Also ich gehe zum Beispiel seit etwa 20 Jahren auch in Instrumentalmusik in der Notation bis zu 15 Stufen innerhalb eines Halbtons. Für Bassetthörner, Flöten, neuerdings auch für bestimmte Trompeten, die mit Quartventil gebaut sind und Viertelton Pistons haben. Ich kann dann kommen doch bei der Trompete auch ohne weiteres bis zu Achteltönen. Aber die sind nicht gleich, vor allem bei Flöte und Bassette. Und die Abstände sind nicht gleich, sondern die hängen von den Griffen ab. Das sind also ganz normale Griffe, nur die sind verbogen normalerweise. Aber damit kann man neue Skalen erzeugen. Und elektronisch ist es natürlich sehr viel leichter. In Kontakte gibt es 42 verschiedene Skalen für die Tonhöhe. Also man muss sich erst Skalen machen, sozusagen Messinstrumente für die Wahrnehmungsbereiche und dann die Skalen einsetzen für charakteristische Abschnitte. Also ich sage, der erste Abschnitt hat als Skala Nummer 6, steht reingeschrieben Skala 6, können Sie das mal bitte sehen. Deine Mitte, das sind Kreispunkte gemacht. Der zweite, Skala 2. Sie können oben sehen, welche Skala das ist von den Daumen. Die stehen oben in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die dritte, Skala 5, die vierte, Skala 1 und so weiter. Ich gebe mir also jetzt zum Charakteristikum jedes Momentes, wie ich das nenne, in einer Form, auch eine Skalengröße an, in welcher Skala ich mich bewegen möchte in diesem Moment. Der zum Beispiel im ersten Moment 220 Sekunden dauert. Jetzt lest bitte unten drunter die Zahlen unter 220, hier unten drunter. Das sind die Dauern im ersten Moment, römisch 1, 81,8 cm, 24, 35,9, 16,1, 52 und 11. Die ergeben zusammen 220. Die Progression sehen Sie oben bei den 6 Blöcken, oben links. So, darunter stehen für mich selber die Zahlen 6, 3, 4, 2, 5, 1. So habe ich also die Dauer dieser 6, nein, die 6 Dauern dieser Skala. Der sechsten Skala, der größten Skala der Zeit, vertauscht in Reihenfolge 6, 3, 4, 2, 5, 1. Statt zum Beispiel ein Accelerando zu machen. Accelerando wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder Ritardando wäre 6, 4, 3, 2, 1. Eine unregelmäßige Reihenfolge ist 6, 3, 4, 2, 5, 1. Und jetzt sehen Sie noch einmal bitte auf diese ersten Block 6 mal 6 Zahl oben links über diesen Blöcken. Die Reihenfolge der Zahlen geben mir also beim Komponieren an, in welcher Reihenfolge ich den Raum verändere. 1, 4, 3, 5, 2, 6. Die Intensität 1, 3, 2, 4, 1, 5. Die Form, Form heißt Punkt oder Gruppe oder Strich. 1, 2, 1, 3, 1, 4 und so weiter. Wir können jetzt weitergehen. Dieses Blatt wird jetzt genauer erläutert
für denjenigen, der eine Analyse machen möchte, wie denn eigentlich diese ganzen Klangfolgen, die Zeitenproportionen, die Lautstärken, die Raumverteilung zustande gekommen ist, indem er diese Seite sich anschaut. Schauen Sie bitte nur auf den Block in den Zahlen stehen. Der Block wiederholt eigentlich, was die ganz kleinen Zahlen auf dieser Zeichnung waren. Aber schon der erste Zahlenblock oben, Veränderungsgrad, VG, beginnt mit 4. Und in meiner ursprünglichen Planung begann er, sehen wir oben, mit 1. 1, 4, 3, 5, 2, 6. Jetzt geht es aber 4, 3, 5, 2, 6, 1. Ich habe aus Gründen, die ich Ihnen jetzt nicht erläutern möchte, die 1 an den Schluss dieser 6er Reihe gesetzt. Die beginnt aber jetzt mit 4. Wichtig. Und deshalb sind die Dauern, die hier noch begannen mit 1, 3, 2, 4, 1, 5, die sind endgültig von mir rotiert, das heißt die erste Tabelle, die letzte, für Dauer 3, 4, 2, 5, 1, 6. Wir wissen, was die Dauern sind. Die stehen nämlich auf diesem ersten Blatt. Das ist also ganz leicht zu erkennen. Die Skala wissen wir auch, also können wir die Dauern aus diesen Zahlen sofort entnehmen und eintragen in die Partitur der Realisation. Aber was wir nicht wissen und wir jetzt endlich aus diesem Blatt erfahren, ist Folgendes. Sie sehen, dass oben drüber Instru, das ist ein bisschen dreckig geworden bei der Fotokopie, aber die Skizze ist so dreckig, von 1958, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Da steht MG, Metallgeräusch, Instru, Punkt. Instrumentalklänge heißt das, oder ähnlich wie Instrumente. H ist Holz, FG ist Fellgeräusch, dann F ist Fell, Holzgeräusch, HG und M ist Metall. Darunter steht Raum. Der Raum verändert sich 4, 3, 5, 2, 6, 1. Und wenn wir das jetzt hier oben entnehmen, dann sehen Sie mal hier unten auf die erste Kategorie Raum. Hier unten, wo die Dreiecke gemacht sind mit Punkten. Haben Sie das alle? Das bedeutet jetzt Folgendes. Veränderungsgrad 1, wenn ich einen Klang in einer Ecke habe, sagen wir mal hinten links, und ich will den nächsten Klang mit dem Veränderungsgrad 1 verändern, dann bringe ich ihn in einen Lautsprecher, der in der Nähe ist, also entweder hinten rechts oder vorne links. Und lasse den hinten links. Das definiere ich einfach als den kleinsten Veränderungsgrad. Wenn der nächste Klang aus demselben Loch käme, dann wäre Veränderungsgrad 0. Veränderungsgrad, das gibt es auch manchmal. Nicht in diesen Zahlen, aber in den Abschnitten, die keine Zahlen in der Mitte haben, wo steht 1 und dann 2 Grad und so. Also römisch 4, römisch 8 und so weiter. So. Veränderungsgrad 2 entnehmen wir unten. Der Klang ist im Dreieck unten links gezeichnet, könnte im Raum hinten links sein. Der nächste Klang ist im Dreieck oben gezeichnet. Punkt. Das heißt, der Klang, der erste hört auf und der nächste springt in den nächstgelegenen Raumpunkt bei 4 Punkten. 3 ist ein Klang in einer Ecke und der nächste Klang in zwei weiteren Ecken. Dann 4. Moment. 1, 2. Jawohl. Der erste geht weg und es kommen zwei neue dazu.
5, es kommen 3 neue dazu. Und 6, der erste geht weg und es kommen 3 neue dazu. Dann haben wir 6 Veränderungsgrade mit 3 Punkten im Raum. Ich kann auch, 3 neue dazu, dann haben wir 4. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück komponiere, wie Oktophonie aus dem Jahr 1992, dann gibt es total andere Raumbesetzung. Oktophonie ist folgendermaßen komponiert. Es gibt 8 Punkte im Raum. Das Publikum sitzt in einem Kubus. Zum Beispiel hinten links, vorne rechts, hinten rechts. Und Quadrat. Möglichst muss der Raum auch quadratisch sein. Beispielsweise 18 Meter von Lautsprecher zu Lautsprecher. Oben drüber ein zweites Quadrat. Idealerweise auch 18 Meter hoch mit Lautsprechern, aber das kann man fast nie realisieren. 13 Meter habe ich erreicht in Leipzig in der Oper. Dann gibt es oben wieder 4 Lautsprechergruppen. Und ich kann also jetzt mit 8 Punkten arbeiten. Das gibt natürlich unheimlich viel reichere Raumveränderungen. Also ein Klang kann zum Beispiel sich auch im Raum nach oben bewegen. Und wenn die Veränderung kontinuierlich ist, in beliebig viele, nicht beliebig viele, aber in eine bestimmte Anzahl von Raumstufen, von unten nach oben, vorne links, oder diagonal von vorne links, unten nach hinten, rechts oben, kann er entweder kontinuierlich durchschießen, oder ich kann das als Raumveränderung benutzen und habe also einfach dann eine rundum Hörbedingung. Oder bei der Weltausstellung in Osaka hatte ich eine Kugel. Das Publikum saß in der Mitte, ungefähr 1 Meter unterm Äquator dieser Kugel. Die Kugel hatte 28 Meter Durchmesser. Das Rost, auf dem das Publikum saß, auf so hohen Kissen, etwa 30 cm, 25 cm hohen Kissen, und die waren 2,20 Meter lang, da saßen dann 5 oder 6 Menschen drauf, und dann zwischen diesen Kissen war nichts, sondern nur ein Rostschall durchlässt. Hat funktioniert. Und in diesem Auditorium gab es 50 Lautsprecher in 10 Ringen, oben im Zenit, ein, dann 4 und dann 6 und so weiter, 8, bis zur Mitte und nach unten wieder weniger. Und der Klang konnte also in beliebigen Konfigurationen sich im Raum in Spiralen, in Kreisen, Ellipsen bewegen und bewegt werden, sogar von Hand, mit bestimmten Rotationsmühlen, die ich bauen ließ. Also solche Räume habe ich seit 1970 nicht mehr gefunden. Es gibt Bücher darüber, was ich für richtig fände als akustische neue Auditorien, für neue Musik, für Raummusik, aber die Bücher sind geduldig und die Architekten nicht. Die bauen immer dasselbe. Quasi. Sieht zwar äußerlich anders aus, aber sie bauen leider Gottes immer mehr Amphitheater, als ob wir jetzt irgendwo in Delphi wären. Und da sitzen dann also 90 Leute zusammengefercht in den teuersten Konzertsälen, und für die Raummusik des 20. Jahrhunderts ist absolut nichts, gar nichts geschaffen worden. Weder in der Philharmonie in Köln oder in Berlin noch irgendwo anders. Es ist alles verbaut für die neue Musik. Man kann nicht mehr mal vernünftig Gesang der Jünglinge 4-Spur spielen in all diesen teuren Konzerten. Die haben einfach taube Ohren gehabt und kein Interesse gehabt, obwohl das alles schon veröffentlicht war 1956, was ich jetzt sage. In Artikeln, überall reproduziert. Nein, nein, nein. Wir wollen monophon hören. Wir wollen Stereo. Nein, nicht monophon hören. Das heißt, eine ganze Saison habe ich die Celli direkt vor mir, wenn ich vorne rechts ein Abonnement habe. Etc. Also Raummusik gibt es einfach nicht. Bis 1956 die erste Veröffentlichung vom Gesang der Jünglinge. Das war das erste Werk der Welt, der Geschichte der Musik, in dem strukturell Bewegungen im Raum komponiert wurden. Mit 4 Lautsprechergruppen rings um das Publikum herum, was auch erlaubte Rotationen, linksrum, rechtsrum, Diagonale und gleichzeitige
Raumbewegungen eine Diagonale hin und her geht, alternieren zum Beispiel und gleichzeitig im Kreis in Lautsprechern etc. Das gibt alles schon in Gesang der Jünglinge, 1956 nur aufgeführt, 54 bis 56 gemacht. Die Kontakte werden Sie heute Abend hören, wenn Sie kommen sollten. Sehr lebendig, mit unglaublich vielen Raumkonfigurationen, die strukturiert sind und in der Partitur ganz genau angegeben sind, wie auch ein Klang sich von einem Lautsprecher zum anderen im Raum bewegt. Also ich sagte, Oktophonie ist, was mich betrifft, so der letzte, nein, stimmt gar nicht, ist 1992 der vorletzte Stand der Raumbewegung, die komponiert ist in der Partitur. Danach habe ich ein Werk geschrieben, das ist voriges Jahr in Leipzig uraufgeführt worden, eine echte Dodekaphonie, das heißt eine zwölfkanalige Komposition mit zwölf Lautsprechergruppen im Raum, die sind aber dann anders angeordnet. Ich fange hinten links an, gehen nach vorne runter und gehen dann wie eine Pyramide bis zum Zenit, vorne vor dem Publikum, kommen wieder runter und gehen nach hinten rechts. Also das macht dann zwölf Lautsprecher, wobei das siebte genau in der Mitte ist, 8., 9., 10., 11., 12. ums Publikum herum. Und das gibt vollkommen andere Klangkonfigurationen, die ich in dem Stück haben wollte. So, das habe ich jetzt erklärt, die erste Kategorie. Die nächste heißt Intensität. Nein, stimmt gar nicht. Instrument. Die dritte Kategorie zeigt Veränderungen 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der Form, zum Beispiel Pünktchen. Pünktchen und Gruppenpünktchen wäre der Veränderungsgrad 1. Der zweite Pünktchen und dann Gruppen. Wobei die Tatsache, dass Sie da zwei kleine Linien verbunden sehen als Gruppe, nur bedeutet, dass Sie eine Gruppe sind. Das könnten auch sieben sein. Und die Pünktchen sind nicht fünf, wie da bezeichnet sind, können auch von zwei bis, sagen wir mal, bis elf sein oder zehn. Nicht zu schnell, sonst kann man sie nicht mehr zählen. Also fünf Punkte soll man wahrnehmen und zählen können nach Möglichkeit. Das nennt man punktuelles Denken. Gruppendenken, also von zwei, ich habe gesagt, bis sieben oder acht. Danach kann man keine Gruppen mehr zählen. Dann kommt eine Masse. Also was mehr als acht sind, nenne ich eine Masse. Der dritte Veränderungsgrad ist Pünktchen. Dann Pünktchen. Trr heißt Triller für die Schlaginstrumente, beziehungsweise für mich auch, wenn ich elektronische Klänge mache. Kontinuierlicher Ton mit einem Innenleben. Rhythmisiertem Innenleben. Vierter Grad, Pünktchen und anschließend kontinuierlicher Ton, also Strich nenne ich das, Pünktchen gehen weg und so weiter. Das können Sie jetzt selber analysieren. Und darunter stehen Möglichkeiten. Da sehen Sie mal, wie viele Möglichkeiten ich mir selber aufgeschrieben habe, zum Beispiel für den Veränderungsgrad 1, Veränderungsgrad 2, 3, 4, 5, 6. In jeder Kategorie, sehen Sie das? Wichtig ist auch zu wissen, ja, was passiert denn, wenn ich mit 3 anfange? Was ist dann der Veränderungsgrad 3? Von 3. Ja, 4 oder 2. Und einer bleibt oder nicht? Also je mehr man sich im Mittelfeld bewegt, eines Wahrnehmungsbereiches, umso weniger Veränderungen gibt es. Das ist sehr wichtig für Komponieren. Also wenn man sich am Rande bewegt, irgendeine Wahrnehmungskategorie, hat man viele Möglichkeiten. Bewegt man sich immer mehr auf die Mitte zu, hat man immer weniger Möglichkeiten. Sehen Sie hier ganz deutlich aus den Möglichkeiten heraus. Deshalb ist auch Musik, die meistens so mezzo forte ist, eben meistens mezzo forte. Weil die viel weniger Möglichkeiten hat als eine Musik, die zum Beispiel vom Pianissimo ausgeht und jetzt alle gerade der Zunahme sich offen lässt. Wie oft das passiert, kommt auf den Geschmack des Komponisten drauf an. Oder wie ausgewogen oder unausgewogen er ist. Ist er sehr unausgewogen, dann bleibt er wahnsinnig lange in Pianissimo. Kommt ab und zu mal in die Mitte und sehr selten ins ganz Starke. Dann ist er ein Manierist, wie ich das nenne. Das heißt, er schläft am liebsten und manchmal wird er wach. Es gibt auch andere, die wüterische sind als Grundcharakter. Da ist es meistens sehr wild und sehr laut. Die sagen dann von sich selber, sie repräsentieren die Energie und die Jugend und all das. Und die können dann also
Das ist übrigens sehr merkwürdig. Die können sehr schlecht leise werden. Sie halten sich dann, ich weiß auch nicht, die lieben das da auch. In dieser Lautstärke und in dieser Dichte und so etwas. Das werden Sie immer wieder merken bei Komponisten. Also es ist im Grunde auch ein Manierismus. Einer, der überhaupt, wenn Sie wollen, gar keinen Charakter hat. Der benutzt alles gleich viel und gleich oft. Der ist mal hier, der ist mal da, in einem Stück. Und das Stück hinterher gibt uns das Gefühl, der hat nicht einen Charakter, sondern der hat alle Charaktere. Und die Musik ist sehr reich und lebendig und organisch. Und hinterher geht man nach Hause und denkt, Mensch, das war ausgewogen irgendwie. Zwischen lang und kurz, laut und leise, zwischen grell und matt, zwischen viel Bewegung im Raum und Ruhe. Also einer, der ausgeglichen ist. Das ist kein Manierist. Der Musik hat es mal genannt, ein Mann ohne Eigenschaften. Sie können danach Musik beurteilen. Nach der Behandlung der Veränderungskarte. Denkst du an den Kopf? Die vierte Kategorie sind Geschwindigkeiten. Primitiv angegeben schnell, mittel oder mäßig, langsam. Aber sehen Sie mal, wie das jetzt aussieht. Veränderungsgrade 1. Ich habe eine Geschwindigkeit und dann die nächste. Entweder ist sie schneller oder langsamer. Das erste ist ja immer maßgebend. Die nächste ist, ich habe eine Geschwindigkeit, die nächste ist zum Beispiel in der Grafik schneller und kommt zurück auf die erste mit Ritternando. Das ist der Veränderungsgrad 2. Die nächste ist, ich habe eine Geschwindigkeit, dann eine, die in der Nähe ist, in meiner Skala, und die wird schneller, geht noch weiter weg vom Original. Das ist Veränderungsgrad 3. Die sechste ist, ich habe eine Geschwindigkeit, ich werde um 2 Grad schneller. Ich habe ja gesagt, schnell, mittel, langsam sind meine 3 Grad im primitivsten Beispiel. Und Veränderungsgrad 6, ich springe 2 Grad weg und komme im Ritternando wieder zurück. Sehen Sie das? Das sind diese, die sehen so ein bisschen wie Neumen aus. Gregorianische Neumen. Das ist die vierte Kategorie. Die fünfte Kategorie sieht auch ähnlich aus in der Zeichnung wie gregorianische Neumen, oben vor allen Dingen. Die sagt, hoch, mittel, tief, das ist die Lage. Das sind Register, wie wir das nennen. Sie müssen immer bitte davon ausgehen, was ich jetzt sage. Das sind Gott sei Dank so grobe Bestimmungen. Sagen wir mal, jede wäre 2 Oktaven, dass ich mich mit Skalen in hoch, mittel, tief, jetzt auch noch intern, je nach Skala, beliebig feilen, bewegen kann. Das habe ich ja jetzt nicht im Griff, wenn ich eine übergeordnete Bestimmung mache, für welche Skala ich verwenden will. Wenn ich also eine grobe Skala habe und bin hoch, dann habe ich eben nur noch Quinten. So ist es tatsächlich im Kontakt. Und habe ich eine feine Skala, dann habe ich sehr viele Möglichkeiten in hoch. Und dasselbe in mittel und dasselbe in tief. Also ich muss mir immer noch feine Bestimmungen offen lassen für den Zusammenhang und für die unterschiedlichen Skalen, für die verschiedenen Momente des Stückes. Also das entspricht sich alles genau wie in den vorigen Kategorien. Ich habe eine Lage, gehe in die nächste, dann eine Lage, gehe in die nächste und komme zurück mit Glissando in die erste. Oder gehe weg, auch aus der nächsten, in noch weitere Lage, in die übernächste und so weiter. Und das Letzte sind die Intensitäten zwischen sehr stark, mittel und leise, mit allen Unterdifferenzierungen. Ich habe das Beispiel der Studie 1 gezeigt mit 4 dB Abständen, das kann man natürlich noch viel feiner differenzieren, mit Lautstärke-Messungen, Lautstärke-Skalen und verschiedenen Lautstärke-Skalen. Und dann kriegt die letzte Kategorie auch Sinn. Also, ich resümiere, oben drüber stehen die römischen Zahlen. 1, 4, 3, 5, 2, 6, 6, 2, 3, 5, 4, 1. Und unten, achso, nee, das ist also nur für die Hälfte dieses Formschemas. Das andere Blatt habe ich Ihnen nicht mehr mitgebracht. Die Fortsetzung können Sie sich ja selber mal rausfinden. Denn die kleinen Zahlen stehen auch alle hier oben. Und wenn Sie wollen, können Sie das Passwort ausfüllen und mal selber sehen, welche Lösungen Sie für die 6 Wahrnehmungskategorien sich selber
bestimmen. Machen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie mal hier unten anhand dieses Schlüssels, wie man die Zahlen interpretieren kann, auch für die zweite Hälfte dieses Formschemas, für die untere Hälfte, machen Sie sich mal selber eine kleine Komposition und danach können Sie natürlich ein Stück schreiben. Mit diesem Ganzen. Muss nicht unbedingt wie in diesem Fall 30 Minuten dauern. Denn jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem. Mit solchen Zahlen, Proportionen arbeite ich nun Teilmoment für Teilmoment aus. Wenn ich am nächsten Tag ins Studio gehe oder Samstag, Sonntag, wenn im Studio nichts gemacht habe. Und habe für den ersten Abschnitt, das habe ich Ihnen jetzt schon gesagt, die Dauer 24 Sekunden, 16,1 und 2. Sechs Abschnitte. Sechs Teilmomente in einem Moment. Für die ganzen Wahrnehmungskategorien, die sechs, habe ich auch meine Zahl. Und fange jetzt an zu bestimmen, was ich für Gestalten formen muss. Habe auch mir selber angegeben, sechs Klangfarbenkategorien und kann darin spielen. Habe vorher, jetzt sehr wichtig, was Sie nicht nachvollziehen können, ein Jahr lang Klänge produziert, die mich interessieren. Neue Klänge. Mit einem anderen Prinzip, das nicht erkennbar ist aus diesen Zahlen, nicht so leicht, welche gleichen Klänge. Habe die Klänge alle im Kopf, in Erinnerung, die sind auf Bandschleifen, habe ich mir archiviert, mit Typen gesteckt, diese Schleifen, Tonbandschleifen, die kann ich also über einen Ständer mit Rolle an einem Magnetophon ewig laufen lassen, jeden Klang, ich mir den anhören, eine Hüllkurve draus probieren und so weiter. Und die Klänge habe ich ausgewählt aus vielen Tausenden und die wollte ich verwenden. Und jetzt abends mache ich für den nächsten Tag die Zusammenstellung meiner Maße, meiner Qualität. Veränderungsgrade sind jetzt definiert durch sechs Wahrnehmungskategorien und daraus bilde ich eine Gestaltform mit sechs Teilmomenten. Wir kommen nun am nächsten Tag ins Studio, fangen an zu arbeiten. So ein Abschnitt dauert eine Woche, zum Beispiel, ihn herzustellen, Klänge zu messen, die Lautstärke zu machen, die Klangfarben zu kalibrieren, hier die Spannschleifen rauszuholen, habe für jede noch mehrere zur Wahl. Bilde also jetzt die sechs Teilmomente. Und während ich das mache, höre ich die ganze Zeit. Kommt schließlich der Moment und klebe die sechs Teile zusammen. Beziehungsweise es sind ja mehr als sechs, wenn er im Raum sich verändert und er soll da hinten sein und dann nach vorne gehen und er soll stehen bleiben, dann muss ich schon zwei Schichten haben. Oder drei Schichten für denselben Klang, der im Raum sich bewegt. Also ziemlich kompliziert, bis man so einen Klang im Raum definiert hat. Gemacht. Und dann passiert zum Beispiel Folgendes bei dieser Arbeit im Studio. Jetzt muss ich die Damen und Herren bitten, die eine Partitur bei sich haben. Schlagen Sie bitte auf die Seite 5, Seite 4. Hier ist diese Partitur. In dieser Partitur stehen oben Zentimeterzahlen. Unter dem Teil, der für die elektronische Musik zuständig ist, die ist ungeheuer vereinfacht für die Instrumentalisten, durch die sogenannte Aufführungspartitur. Da steht zum Beispiel Seite 4, oben das letzte Maß, 17,9 Sekunden. Und dann auf der Seite 5 am Anfang 11,2. Das ist eine Gruppe, was die Gestalt betrifft, sind nämlich zwei Klänge, die ein Stück sich überlagern und in der Formung ist es eine Gruppe, kein Punkt und kein Strich. 17,9 plus 11,2 macht also 29,1.
jetzt gucke ich mal wieder zurück in dieses Wort. Und wenn Sie das verwenden wollen, um die Partitur zu analysieren, dann würden Sie wahrscheinlich einige Wochen brauchen, um das wiederzufinden, was hier drin steht. Rein was die Maße betrifft, und ich gebe Ihnen jetzt den Schlüssel. Jetzt bitte ich Sie einen Moment, sich ganz zu konzentrieren. Stellen wir uns vor, die 18 Abschnitte waren fertig und ich stelle fest, was ich da als Ganzes geplant hatte, nachdem ich das jetzt alles realisiert habe, ist es besser, wenn ich zwei späte Abschnitte, 17, 18, an den Anfang stelle. Einfach besser für die Entwicklung des ganzen Stücks. Mache das. Und deshalb ist ab dem Moment, wo ich das entschieden habe, 1959, irgendwann im Laufe des Sommers, jetzt der mit römisch 3 bezeichnete Abschnitt auf Seite 4, oben ist ein Kasten, bei 3 Minuten 15,5 Sekunden, römisch 3. Das ist der alte Abschnitt 1, hier im Formschema, etc. Von da an stimmt es, also 3 ist 1, alte 1, 4 ist alte 2, 5 ist alte 3 und so weiter. Und der jetzt mit Abschnitt römisch 1 und römisch 2 bezeichnete, sind erst später realisiert worden und sind später aus diesem Formschema. Sie können das selber dann herausfinden, welche das sind. Und jetzt komme ich zu dem, was ich erläutern wollte. Ich bin also im Studio, realisiere den Abschnitt jetzt mit römisch 3 bezeichnet, Seite 4, der alte Abschnitt 1 ist. Der alte Abschnitt 1 hätte nach diesem Formschema, in dem ich Ihnen schon gesagt habe, dass die erste dauernde Kolonne die sechste geworden ist, hätte jetzt die Dauer stehen hier drunter. Die dauern 81,8. Sehen Sie das bitte? Die zweite heißt 24. Beginnt also jetzt schon 24. Weil 81,8 die sechste sagt. Das müssen wir alles behalten. Die erste wird die sechste. Und ich bin jetzt beim alten Abschnitt 1 hier im neuen römisch 3, Seite 4. Und da steht eben in meinem Formschema, ich hätte eine Dauer machen müssen von 24 Sekunden. Wollte ich auch. Ich finde nun zwei Klänge unter meinen Vorbereitungen, die ich nicht gerne abschneiden möchte. Ich mache dann tatsächlich im Endeffekt statt 24 wird er jetzt 17,9 plus 11,2, also 29,1. Ich habe den also 5, irgendwas, 24, ja, 5,1 Sekunden länger gemacht, als ich wollte. Und das erklärt Ihnen natürlich jetzt aus der Analyse niemand mehr. Sie können Vergleiche bringen aus der Physiognomie des Menschen. Das ist immer das Einfachste. Sie sind also angelegt, einen bestimmten Körper zu haben. Und durch ganz bestimmte Situationen entwickelt sich ein Glied oder ein Element des Körpers mehr, als es eigentlich nach der Anlage geplant war. Und so ist das auch bei Musik, die man realisiert als Komponist. Es geschieht also in der Arbeit dann eine Veränderung dessen, was die Maße sind, die eigentlich ideale Maße sind. Nämlich sehr gute Wahrnehmungsmaße, was die Proportionen betrifft, die untereinander, was den Wachstum betrifft, von Dauer zum Beispiel. Ich bringe nur das Beispiel der Dauer jetzt. Wir gehen weiter. Der Abschnitt 1b beginnt auf der Seite 5
bei 44,6 oben in der Partitur. Er hätte eigentlich dauern müssen 35,9 Sekunden nach meinem Formplan. Und als ich diese Klänge hier, eine Gruppe, erst ein Punkt und eine Gruppe, das ist die Verbindung in diesem Moment, Teilmoment, Entschuldigung, hätte eigentlich sein müssen, wie Sie sehen, hier 35,9. Das können Sie hier drunter sehen, das ist die dritte Zahl. Die ist aber jetzt effektiv 31,1. Die ist also 4,8 Sekunden zu kurz. Das einzige Argument ist realisiert, gehört und sagt, nee, dann will ich früher beenden, der Klang hat nichts mehr. Und ich möchte aber diesen Klang. Nachdem der transponiert ist zum Beispiel, würde da eine Pause entstehen, aber die passt hier nicht. Also ich mache meinen Teilmoment kürzer als nach dem Schema geplant. Der Abschnitt 1c beginnt auf der Seite 5 bei 15,7. Und der ist jetzt 16 Sekunden statt 16,1. Sie würden sagen, das hört keiner. Die Antwort darauf ist, alles, was ich heute erklärt habe, hört keiner. Bewusst. Aber alles, was ich heute erklärt habe, hört jeder. Unbewusst. Jetzt, nachdem ich ein bisschen geredet habe, ist wahrscheinlich die Wahrnehmung für einige Komponisten heute Abend, wenn sie das Ganze hören, und da kommen noch die Instrumente dazu, also es ist ja wahnsinnig viel zu hören. Und bis sie das bewusst alles hören, müssten sie ja die Partitur und die Skizzen fast so lange, na nicht nur fast, so lange studieren, wie ich es komponiert habe. Ist so ähnlich wie ein Mensch, der interessiert wäre, zum Beispiel an der Physiologie des Menschen, eines Menschen oder einer ganz bestimmten Rose. Bis er das wirklich versteht, warum die so aussieht und warum die zu dem und dem Zeitpunkt so aussieht, mit 20 Jahren oder mit 57 Jahren, müsst ihr auch wirklich unheimlich viel studieren. Was Biologie betrifft und Physiologie betrifft und Neurologie betrifft, etc., etc., etc. Und so ist es ja auch in Musik. Also wir schaffen organische Gebilde, mehr oder weniger, das hängt auch vom Komponisten ab, wie viel Zeit er sich gelassen hat und wie viel Talent er hat einfach für Organismen. Oder ob er überhaupt interessiert ist an Organismen. Manche machen nur Schachspiele. Ist ja was anderes. Und entweder sie gewinnen gegen sich selber oder nicht. Aber andere sind einfach daran interessiert, dauernd zu testen, durch Hören, ob das ihrem Sinn für Gleichgewicht und für organisches sich bewegen entspricht oder nicht. Und dazu muss man hören. Permanent. Es geht nicht anders. Und dazu muss man korrigieren. Also alles, was ich erklärt habe, hören Sie nicht bewusst. Diese ganzen Zahlen sind vorhanden. Genauso wie die Atome Ihres Körpers und die Moleküle Ihres Körpers. Und die Zellen erst recht. Und die Chromosome sowieso. Und die Gehirnzellen auch. Alles, alles, alles. Das sind Sie ja alles. Aber Gott sei Dank analysieren Sie das nicht dauernd. Das hätte viel zu tun. Ja, und würden wahrscheinlich dann kaum noch was schaffen. Aber es wäre interessant. Es gibt ja manche Heilige, die tatsächlich sich so analysieren, dass sie sich dann irgendwann identisch wissen, zum Beispiel mit einer Galaxie oder mit den neuesten Errungenschaften von Atomen, dass sie tatsächlich ihren Körper so analysieren können, dass sie dieselben Eigenschaften in sich entdecken, in ihrem Körperbau, wie in Atomen, wenn sie moderne Bücher lesen über atomare Forschung, über die Teilchen. Und deren Quanten, so die Quarks zum Beispiel, und alle Variationen der Quarks mal lesen, dann kommen sie der Musik von heute, also jedenfalls von meiner Musik, unheimlich nah. Schnell noch diese paar Maße zu Ende. Der Abschnitt 1d, ABCD, 4, geht auf Seite 6. Und er dauert 51,6 Sekunden statt 52 Sekunden. Nicht viel. 4 Zehntelsekunden Unterschied.
auf Seite 7 ist 1e am Anfang. Da können Sie hinschreiben. 5 Minuten 20 Sekunden ist das. Der Anfang von Seite 7 oben. Steht nicht in der Partitur. Da könnten Sie errechnen aus den Zentimeterzahlen. Und dieser Abschnitt 1e ist 11,4 Sekunden statt 11. Und schließlich der sechste Teilabschnitt ist 75,5 Sekunden statt 81,8. Es sind also mehr oder weniger große Differenzen, die sich ergeben aus dem Hören. Und was ich jetzt gesagt habe über die Dauer, stimmt ebenso für die Klangfarben, stimmt ebenso für die Lage, stimmt ebenso für die Raumbewegung. Alle Wahrnehmungskategorien, alle sechs. Aus der Arbeit ergibt sich dann ein Resultat. Und dann sehen Sie meine Skizze vom Abend vorher mit lauter farbigen Korrekturen, die sich aus den Arbeitstagen ergeben. Und das ist dann das endgültige Resultat. Und wenn Sie das endgültige Resultat studieren wollen, dann gibt es ein Buch, das ist so dick und das heißt Realisationspartitur von Kontakte, ist veröffentlicht. Ich habe 2 Jahre, jeden Tag 3 Stunden, an der Reinzeichnung, nachdem alles andere schon in Handschrift vorhanden war und auch einmal von mir mit der Maschine abgeschrieben war, in eine Partitur mit feinen Zeichnungen und gedruckten Buchstaben geschrieben und veröffentlicht. Universaledition, Realisationspartitur der Kontakte. Und in dieser Realisationspartitur sehen Sie quasi, ich sage quasi, die Anatomie von Kontakten. Das Resultat von 2 Jahren. 1958, 1959. So müsste ich ja ungefähr Gesang der Jünglinge vorstellen. Das dauert 14 Minuten, 13, 15 oder 14. Und hat 2 Jahre gebraucht. Oder zum Beispiel, ich habe eben genannt Oktophonie, 1992, 93, 2 Jahre gebraucht, bis 94. Oder Sirius hat 3 Jahre gebraucht. Dauert 96 Minuten, ist schon ziemlich lang. Also eine ganz andere Art, musikalische Organismen herzustellen. Nikolaus Ahuber sagte mir heute Morgen, ich sage, warum haben Sie eigentlich Studie 1 gewählt für heute Abend? Er sagte, mir ist das so wichtig, auch Telemusik, das ist vom Tonband wiedergegeben. Und er sagte, es wird ja heute überhaupt keine elektronische Musik mehr aufgeführt, die auf Tonband existiert. Ich sage, warum das denn nicht? Ich dachte, ja, das ist nicht mehr in der Mode oder so. Verrückt, dass also Menschen sich immer weniger interessieren für solche Gebilde, die der Komponist selber verantwortet. Sodass man also wirklich mal testen kann, ob das ein richtiger Musiker ist. Denn er ist ja verantwortlich, was bisher nur die Interpreten waren in der europäischen Musik oder auch in indischer Musik, wo auch immer, in aller Musik. Der Komponist ist auf einmal verantwortlich für die Qualität des Endresultats. So wie früher ein Maler. Oder ein Bildhauer, oder sagen wir mal Stefan Loch, Maria im Rosenheim, hat 12 Jahre lang gearbeitet. Ich gesagt, gucken Sie sich das mal an, aus Holz geschnitzt, aus einem Stück. Also was wir heute betrachten als Leistung, ich sage, ja, das sind die Interpreten schuld, oder wir haben nicht genug geprobt, oder dies oder das, das ist doch eigentlich vor dieser Zeit. Und eigentlich müsste alles, was einmal nach der Erfahrung solcher Werke ins Bewusstsein gekommen ist, unvergesslich bleiben, dass wir für alles verantwortlich sind, bis zum letzten i-Tüpfelchen, was ein musikalisches Werk betrifft. Und wir dürfen eigentlich mit solchem Bewusstsein nichts mehr aus der Hand geben oder durch falsche Entschuldigungen anderen in die Schuhe schieben, was nicht perfekt ist. Und das ist nun ein unglaublicher Kampf, auch in meinem Leben. Fast keine Aufführung, aber die köpfe ich bis zum Tode. Ich will, dass das realisiert wird, was ich für richtig finde. Und für gut, für schön.
kollektives Ziel anerkennen, sodass ein Werk nur dann ausgeliefert wird, ausgehändigt und vorgestellt wird, wenn es vorkommt. Nach dem Bewusstsein derer, die es machen. Und deshalb sind solche Werke so viel dagegen heute gesprochen wird, wenn man sagt, das soll nur auf Ton warten, das ist dumm. Die sind maßgeblich für alle Zukunft. So simpel sie manchmal erscheinen. Mondrian war auch sehr einfach. Male mich. Guckt euch das an. So, das ist 20 vor 6, heute Abend hören Sie dann Kontakte. Ein wirkliches Schauspiel, ein Drama, was das Visuelle betrifft. Machen Sie manchmal die Augen zu. Hören Sie, ich mache das Licht im Saal aus. Und wenn elektronische Musik gespielt wird, immer das Licht aus. Machen Sie besser noch die Augen zu, sonst identifizieren Sie wieder die Architektur und die Gegenstände und was weiß ich. Versuchen Sie einfach mal wahrzunehmen, was Sie hören. Und ein bisschen zu erinnern. Diese Skizzen können dazu dienen, zum weiteren Studium. Es gibt, also wie ich sagte, zur CD Nummer 3 und zur CD Nummer 6, auf der auch nochmal Kontakte mit Instrumenten ist. Sehr viele Informationen für solche, die sich in diese musikalische Physik hineinbegeben wollen, in diese Mikromusik. Und die verstehen wollen, wie solch ein Organismus entstanden ist. Vielleicht als Beispiel für die eigene Arbeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.